mich ja eigentlich echt wahnsinnig auf Dirt Showdown gefreut. Wusste im Vorhinein zwar, dass es ein Ableger sein wird, der jetzt kein Rallye beinhaltet. Trotzdem war ich recht heiß drauf. Ein klein bisschen bin ich aber doch ernüchtert. Also es ist nur in Teilaspekten gelungen, finde ich. Ich habe es richtig gemacht. Ich war die ganze Zeit skeptisch, genau wegen derselben Sache, dass es bloß so ein paar Modi sind, die nichts wirklich mit dem Dirt-Kerngeschäft zu tun haben. Und ich finde es auch nicht so richtig prall. Also am langweiligsten, wenn man das so sagen kann, weil so richtig langweilig ist es nicht. Aber im Vergleich finde ich diese normalen Rennen, wie wir sie hier haben, am unspektakulärsten. Zum einen, weil man viele der Strecken schon kennt, die haben die einfach recycelt. Das ist eigentlich fast eine Frechheit. Und zum anderen, weil hier zwar auch gedrängelt und geschubst und gerempelt wird, aber so richtig, der Funke will da einfach nicht so richtig überspringen. Das ist, weil hier ein paar Schanzen, ein paar Reifenstapel, die reißen es halt nicht wirklich raus. Ja. Nö. Nö, mit uns nicht. No. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Und das sehen wir jetzt auch gleich. Gymkhana ist back. Ah, Autokunstlauf. Autokunstlauf und der ist leider nicht ganz so künstlerisch wertvoll, auch wie in Dirt 3, weil die Fahrhilfe nicht abschaltbar ist. Die greift hier schon ziemlich krass in die Fahrphysik mit ein und dadurch finde ich es relativ easy, aber für Anfänger ist es natürlich toll, weil es wesentlich zugänglicher ist. Aber so Skiller wie du sind ja natürlich unterfordert. Ja, ein bisschen schon. Also das ist eine klare Aussage, Dirt 3 Veteranen werden ganz klar unterfordert sein. Okay. Also da zumindest schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf Profi anfangen, weil ansonsten langweilt man sich. Zumindest in der Einzelspielerkarriere. So, jetzt wird es langsam interessant. Das ist ein sogenanntes 8-Ball-Rennen. Und der Clou des Ganzen ist, dass sich die Strecke mehrfach kreuzt. Und an diesen Kreuzungen gibt es natürlich massenhaft Unfälle. Und das ist auf der einen Seite geil und spektakulär, auf der anderen Seite spielt natürlich auch der Faktor Glück eine Riesenrolle dadurch. Ja, ich habe es auch gespielt, gerade den Modus, ich glaube sogar auf der Strecke, und es hat Spaß gemacht, bis ich gemerkt habe, es ist ja 100% Glückssache, ob ich das Rennen überlebe oder nicht. Elend! Elend! Oder man hält vor jeder Kreuzung an und schaut links, rechts, links und dann fährt man. Wie ein Fahranfänger. Und dann lässt man ihn verrecken. Nein, natürlich bügelt man mit gedrücktem Nitro, mit Vollgas über die Kreuzung und betet einfach, dass nichts passiert. Bäm! Und nimmt noch eine Breitseite mit. Also das macht schon Laune und speziell im Online-Modus, wenn man gar im Team spielt, kann man das natürlich taktisch nutzen, um das andere Team auch zu blocken und so abzuschießen und so weiter. So, und jetzt bin ich in meiner Paradedisziplin Rampage. Dafür würde ich mir das Spiel holen. Das macht definitiv am meisten Laune, andere Karren zu Schrott fahren. Und du spielst das online, oder? Jawohl, im Team. In Team. In Team. Jetzt wieder in Solo. Aber auch online. Aber auch online. Da geht es jetzt einfach darum, die Flagge sich unter den Nagel zu reißen, indem man den Flaggenträger rammt. Das ist der hier gelb gekennzeichnet ist. Ah, ja. Und damit quasi ihm die Flagge zu stibitzen und dann diese selbst ins Zielgebiet zu bringen. Und wie man sieht, geht es hier echt ordentlich zur Sache. Aber ich fuchs, bam, ich schiebe ihn einfach weg, bevor er ins Ziel fahren kann. Und mach selber den Punkt. Yay! Vielen Dank. Leider hört man den Zynismus nicht. Und das ist nochmal Destruction Derby. Richtig. Gibt es denn da auch Abwandlungen? Da gibt es eine, die habe ich mir aber für den Schluss aufgehoben. Und vorher gucken wir nochmal kurz ins Menü. Ah, das Menü. Das macht Dirt ja immer schon ganz cool. Ja, aber halt auch relativ gleich. Neu ist jetzt, dass man nicht nur neue Karren dazu kaufen kann, sondern die vorhandenen auch in drei Kategorien so ein bisschen tunen, aufwerten. Und das merkt man am Auto auch, also vom Handling her und so. Es ist jetzt nicht der super Effekt, aber bringt schon was. Und hier die versprochene Königsdisziplin. Knockout nennt sich das Ganze und man sieht auch perfekt, worum es geht. Autosumo. Autosumo, die anderen von der Plattform schieben und dann möglichst schnell wieder raufdonnern.
Und die coole Sache daran ist, dass wenn du dich am Rand innerhalb dieses gelb schraffierten Bereichs aufhältst, gibt es deutlich mehr Punkte als in der Mitte. Man hat also einen doppelt Anreiz, irgendwie schön am Rand entlang zu fahren, muss halt gucken, dass man nicht selber runtergebolzt wird. Das stelle ich mir online dann tatsächlich lustig vor. Das ist es auch. Online läuft das Ding echt zur Höchstform auf. Solo ist es streckenweise ein bisschen öde.